Ronda Rouseys Abgang war total unspektakulär. Fast niemand hat bemerkt, dass sie weg ist. Ronda hat keine Lust mehr. Wrestling macht ihr nicht mehr so viel Spaß wie früher. In den 18 Monaten ihrer Rückkehr gab es einige Highlights. Zum Beispiel der I Quit Rückkampf gegen Charlotte Flair bei WrestleMania Backlash 2022. Das war eine Glanzleistung. Aber WWE machte den Fehler, sie in die Rolle des Publikumslieblings zu zwängen. Die Fans wollten sie nicht so richtig anfeuern. Dann die Fehde mit Baszler. Rousey hatte das Ziel, ihre gute, langjährige Freundin Shayna Baszler mit einem Sieg richtig overzubringen. Es schien, als könnte Baszler zumindest als echter Superstar dargestellt werden, indem sie Rousey in ihrem vermeintlich letzten Kampf bei WWE besiegt. Man hat versucht, das Ganze gut aufzubauen, fesselnde Videopakete und Interviews, doch das verwirrende, lustlose Ringduell in Detroit machte Rouseys Abschied leider nicht so bedeutungsvoll, eine verpasste Gelegenheit.